Hier zeigen wir Ihnen den Aufbau und die Funktion einer Lacksprühdose von Motip Dubli. Zunächst kommen zwei Mischerkugeln aus Metall zum Aufschütteln des Lackes in die Dose. Danach wird der Lack gemäß dem jeweiligen Produkt entsprechenden Mischungsverhältnis abgefüllt und mit darauf abgestimmter Menge Verdünnung ergänzt. Das Ventil, verbunden mit dem Steigrohr, wird aufgesetzt und fest mit dem Dosendom verklinscht. Jetzt ist die Dose dicht verschlossen. Damit der Lack aus der Dose ausgesprüht werden kann, setzt man die Dose unter Druck. Das Begasen mit Treibmittel erfolgt anschließend durch das Ventil. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Sprühen wird der von Motip Dupli patentierte Sprühsicherungsring eingesetzt. Danach erhalten die Sprays den speziell auf das jeweilige Produkt abgestimmten Sprühkopf. Zur Kommunikation des jeweiligen Farbtons, zur Anbruchsicherung und zum Schutz der Ventiltechnik wird die Dose mit einer Kappe versehen. Vor dem Sprühen muss die Dose gründlich geschüttelt werden, um den Mischvorgang in der Lacksprühdose zu optimieren. Nun wird mit einem Schraubendreher die Kappe abgehebelt und der Sprühkopf entnommen. Mit dem Schraubendreher nun die Sprühsicherung von außen her aus dem Dosendom entnehmen. Jetzt kann der Sprühkopf wieder aufgesetzt werden und los geht's mit dem Sprühen. Sprühdosentechnologie von Motip Dupli. Einfach in der Verarbeitung und vielseitig in der Verwendung.